Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Reha Klinik und Hirslanden. Grüezi miteinander bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Vielleicht haben Sie unschöne Erinnerungen an Ihre Kindheit, weil Sie im Maul einen Gartenhaken gedreht haben. Zahnspangen, die sind auch heute im Trend, aber vor allem bei Erwachsenen. Mit dem heutigen System sieht man allerdings nicht, dass man eine Zahnkorrektur dreht. In der Familie von der Mary Lawless haben alle die gleiche Fehlstellung der Zähne. Als Kind hat sie es nicht korrigieren, doch später, im Erwachsenenalter, sind ihre Zähne immer wichtiger geworden. Im täglichen Kontakt mit der Umwelt haben sie ihre Zähne auch verstören. Also es hat seit Jahren mich ständig gestört, weil je älter wir werden, dann der Zähne, der hinten durch steht, wird dann dunkler und es wird immer im Schatten. Zahnarztzentrum am Stadelhofen. Da lässt sich die irischstämmige Zürcherin ihre Zähne begradigen. Da sieht man die ursprüngliche Zahnstellung am Gipsabdruck. Es gibt immer mehr Erwachsene, die sich Zähne richten lassen. Es ist ein richtiger Trend. Ja, es gibt immer mehr der Bedarf, schönere Zähne zu haben, gerade Zähne zu haben. Den Leuten ist es auch bewusst worden, dass gerade Zähne sind nicht nur attraktiver, sondern kann man auch viel besser putzen. So ein Gartenhaken wie da ist für Erwachsene im Alltag aber nicht gerade attraktiv. Menge hat da unschöne Erinnerungen dran. Die Mary Lawless hat sich zusammen mit der Zahnärztin Karina Koba für ein System entschieden, das man von außen nicht sieht. Die Spange mit dem Namen Incognito wird an der Innenseite der Zähne befestigt. Zuerst muss man die Oberfläche gut säubern mit einer Art Sandstrahler. Dann kommen alle Blättchen auf einen Halter. Der wird dann zusammen mit speziellen Komponenten auf den Zahn gedruckt. Eine Woche später kommt Mary Lawless zur Kontrolle. Ein regelmäßiger Vorgang. Incognito funktioniert über eine Planung, die für jeden Patient individuell ist. Der Computer berechnet ein Modell, wie die Zähne sollen verschoben werden. Ein Prozess, der über mehrere Monate geht und vom Patienten viel Disziplin beim Putzen braucht. Am Anfang hat Mary noch ein bisschen Mühe mit Reden gehabt, doch jetzt hat sie sich an die Spangen gewöhnt. Ihr Umfeld hat von den Spangen nicht viel mitbekommen. Bis jetzt hat fast keine Leute gemerkt. Ich bin eigentlich heim und mein Mann hat es nicht einmal gemerkt, dass ich 10 Spangen hatte. Erst etwa 2 Stunden später muss ich sagen, ich kann es schon anspannen. Ja, so ist das. Es gibt noch weitere Systeme von praktisch unsichtbaren Zahnkorrekturen. Eines davon ist Invisalign. Auch da kann man mit Hilfe des Computers die voraussichtliche Zahnkorrektur berechnen. Anstatt Blättchen auf den Zähnen und Drahtbögen gibt es da aber eine durchsichtige Plastikschiene, die man zum Essen rausnimmt. Doch man muss aufpassen, die Schiene ist an Plastikblättchen an den Zähnen aufgehängt und die können sich verfärben wie Kaffee oder Fruchtsaft. Die Mitarbeit ist extrem wichtig. Es ist immer wichtig, aber noch wichtiger bei Invisalign, weil die Patienten müssen das tragen. Wenn sie das nicht tragen, funktioniert das überhaupt nicht. An der Innenseite gibt es die Blättchen mit Drähten verbunden oder eine Schiene, die man nur zum Essen aus dem Maul nehmen sollte. Da die beiden Systeme im Überblick. Die Invisalign-Schiene kann man einfach rausnehmen. Zähneputzen ist da viel einfacher als mit den Drähten von Incognito. Zahnarzttermin gibt es bei beiden Systemen Haufen, doch bei den Schienen sind die viel kürzer. Im Maul ist die Schiene angenehmer. Mit den Drähten von Incognito verletzt sich viele Mal mit der Zunge. Der Nachteil der Schiene: es geht viel länger, bis die Zähne korrigiert sind. Beim Preis ist Incognito noch ein Batzen teurer. Die beiden Systeme gibt es als Light-Versionen für kleinere Korrekturen, die auch günstiger sind. Die meisten Erwachsenen, die heute eine Korrektur machen, haben schon als Kind eine Korrektur gehabt. Doch früher hat man nicht daran gedacht, dass die Zähne
sich das Leben lang bewegen. Und darum brauchen sie im Erwachsenenalter eine zweite moderate Korrektur, die aber heutzutage fixiert wird. Bei jedem Patienten, egal wie klein oder wie groß die Korrektur ist, wird mitgeplant. Eine Stabilisierungsphase. Die Patienten bekommen am liebsten einen festen Draht von ihnen und zusätzlich auch eine herausnehmbare Schiene für die Nacht. Die Mary Lawless macht sich auf den Heimweg. Sie braucht jetzt 6 Monate Geduld und 4'500 Franken bis zum Wunschgebiss. Möchten Sie mehr Informationen zum Thema Zahnspangen, dann gehen Sie auf unsere Homepage www.checkuptv.ch. Das wär's gsi bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Auf Wiedersehen. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Reha Klinik und Hirslanden.